Herzliches Willkommen hier heute auf unserer Demonstration hier in Hohenneuendorf. Mein Name ist Christoph Plass, ich bin der zweite Vorsitzende des Kreisbauernverbandes und ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und vor allen Dingen, dass hier nicht nur Traktoren sind, sondern viele, viele Menschen. Vielen, vielen Dank. Alle haben es mitbekommen, wir Landwirte sind seit einer Woche auf die Straße und ich möchte jetzt eine Sache als erstes loswerden. Das ist mir ganz wichtig. Vielen Dank an die Polizei. Wir sind die ganze Woche in ganz Deutschland und auch hier in Oberhavel so hervorragend unterstützt worden, das will ich loswerden. Vielen, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich und das ist mir ganz wichtig, das heute zu sagen. Egal wo wir angemeldet haben, wir sind immer unterstützt worden und auch heute hier, dass wir hier eine Kreuzung zumachen, das ist nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Alle wissen, warum wir auf der Straße sind. Wir Bauern sind vor Weihnachten wirklich mit einer Nachricht für den Weihnachtsbaum geknechtet worden, dass man uns zwei elementare Dinge unserer Betriebe nimmt, und zwar die grünen Kennzeichen und die Agrardieselbeihilfe. Das hat bei uns natürlich zu Wut geführt und auch zu Protest. Und wir haben gesagt, was wir machen am 18., dass wir auf die Straße gehen. Und zwar ist es diesmal leider so, ich habe einige Interviews gesehen, wir sind maßlos, weil wir nicht kompromissbereit sind. Wir Landwirte haben in den letzten Jahren so viel Kompromisse geschluckt, dass es einfach nicht mehr geht und wir jetzt einfach keinen Kompromiss mehr akzeptieren wollen. Als wir am Montag losgefahren sind, war ich etwas besorgt. Jeder kennt die Presse, wo sind wir politisch, was machen wir? Wir sind nicht politisch. Wir sind für demokratischen Protest. Wir holen alle Kraft dieses Wochenende, um am Montag in die Woche zu starten. Und natürlich am Montag wird es überall zu Behinderungen kommen. Und ja, wir wollen dieses starke Signal setzen, sonst werden wir nicht gehört. Vielen Dank. Ich habe ein kleines Fuhrunternehmen und ich kann nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen bei der Politik, die hier gerade gemacht wird. Eigentlich braucht man da nicht mehr viel zu erzählen. Jeder weiß ja, dass sich die Maut erhöht hat, dass die Bürokratie immer schlimmer wird, dass wir all das natürlich auch auf die Kunden umlegen müssen, dass auch die natürlich höhere Preise zahlen müssen für alles, was wir leisten. Im Endeffekt ist es nachher vielleicht so, dass die Kunden sich nicht mehr leisten können und somit gehen auch wir Unternehmer pleite. Ich bin aber nicht nur als Unternehmerin hier, ich bin auch einfach als Mutter und als Mensch hier, die sich Sorgen um die Zukunft in diesem Land macht. Und es ist nicht nur das mit dem Agrardiesel und die ganzen Probleme der Landwirte oder die der Unternehmer, es betrifft ja alle Menschen in diesem Land, die, oder viele, die halt einfach mit der Politik nicht einverstanden sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich für alle spreche, aber ich spreche jetzt hier einfach mal für mich. Ich denke, unsere Regierung hat zwei Möglichkeiten. Entweder sie senken jetzt endlich mal die Abgaben und lassen die Gelder auch für die Bürger in diesem Land. Oder sie machen Platz für Menschen, die wirklich ihrem Eid hinterherhängen und sagen, okay, wir machen hier Politik für das Volk. Und jeder, der die Menschen, die hier auf demokratischem Wege versuchen, aufmerksam zu machen, als Antidemokraten oder Rechtsradikale zu bezeichnen, die sollten sich schämen. Wir müssen auf der Straße bleiben und friedlich, aber bestimmt sagen, dass wir das so wie die Regierung, dass sie alles handhabt, nicht mehr mitmachen. Also, haltet durch, macht weiter, zeigt weiter Gesicht, wir müssen durchhalten. Zusammenhalten, so wie wir es bisher gemacht haben, auch die Verpflegung hier, das ist der Wahnsinn, wie viel Zusammenhalt wir hier überhaupt haben in der Bevölkerung. Und wie gesagt, wenn die Presse schreibt, wir haben die Bevölkerung nicht hinter uns, das ist glattweg gelogen. Wir sind gestern gefahren durch Oranienburg und überall lang und da waren Tränen in den Gesichtern, weil sie einfach Hoffnung haben, dass wir